Hier hat man die Leiche des kleinen Mädchens gefunden. Sie ging in die zweite Klasse, also müsste sie 7, 8 sein. Wer hat das getan? Das will ich herausfinden. Versprechen Sie mir, dass Sie den Mörder fassen? Ja, Mrs. Larson, das verspreche ich Ihnen. Herrgott nochmal, Jerry, du bist jetzt Rentner. Ich versuche, sowas wie ein Puzzle zusammenzusetzen. Ich muss die fehlenden Teile finden. Sie haben doch eine Tochter, die vor etwa 3 Jahren verschwunden ist, oder? Müsstest du nicht beim Angeln sein? Ich brauche einfach mehr Zeit. Du arbeitest hier nicht mehr. Ginny hat ein Bild von einem Riesen gemalt? Sie hat ihn den Zauberer genannt. Er war so groß wie ein Berg. Ich habe Grund zu der Annahme, dass sie diesen Mann getroffen hat. Und sehen Sie hier auf der Zeichnung das große schwarze Auto? Hör auf, Jerry. Du musst langsam wieder an dein eigenes Leben denken. Ich habe mein Wort gegeben, Eric. Du bist alt genug, um noch zu wissen, was ein Versprechen bedeutet. Süß, die Kleine. Danke. Nächsten Monat wird sie 8. Klären Sie mich auf, Doc. Ich muss wissen, nach wem ich suche. Ein neuer Mord ist zu erwarten. Wahrscheinlich schon sehr bald. Ich glaube, es wäre am besten, du würdest mit der Kleinen eine Zeit lang zu mir ziehen. Vieh. Fei. Voll. Farm. Ich habe heute Zauberer getroffen. Es gibt keinen Zauberer. Wo ist Chrissy? Er existiert, ich weiß es genau. Chrissy! Chrissy! Jerry! Nein! Ich habe mein Versprechen gegeben. Und das will ich halten.